Hallöchen ihr Lieben, herzlich willkommen bei diesem neuen Video und herzlich willkommen auch im Jahre 2024. Hallo und herzlich willkommen bei diesem neuen Video und herzlich willkommen im Jahre 2024. Also auch bei meinem ersten Video dieses Jahr, wo natürlich wie jedes Jahr auch wieder eine Katze über den Schreibtisch schleicht und meine Begrüßung irgendwie unterbricht. Katze, muss das jetzt sein? Ja, da ist eine Kerze an. Darf ich dich einmal kurz... Verschwinden die Bussen. Jetzt sind wir wieder alleine. Ja, wie gesagt, 2024. Ich hoffe, eure Wünsche und Erwartungen und Vorsätze für dieses Jahr werden in Erfüllung gehen. Das wäre natürlich toll. Ich arbeite daran, dass es in meinem Leben ein bisschen vorwärts geht. Das werdet ihr aber am Ende des Videos erfahren. Ich weiß, dass da einige von euch drauf fiebern, denn ich habe ja mein letztes Video mit einem ordentlichen Cliffhanger beendet. Und wenn ihr das jetzt wissen wollt, was los ist, dann am Ende des Videos werdet ihr da Näheres zu erfahren. Aber ich möchte die Gelegenheit nutzen und mit euch den ersten Art Haul des Jahres 2024 zu gestalten. Ich war natürlich nicht jetzt direkt am 1.1. shoppen, sondern das sind Sachen, die ich noch aus dem letzten Jahr mitnehme, die ich dann aber brauche, um quasi da jetzt im neuen Jahr mit zu starten. Das allererste, was ich mir gekauft habe, habe ich mir selbst gekauft, ist das Harry Potter Magische Watercolor Welt. Und zwar ist das der zweite Band. Den ersten Band, den habe ich euch schon ausführlich vorgestellt. Und der kam bei euch auch recht gut an. Und wenn ihr wollt, dass wir hier auch nochmal genauer reingucken und auch ein oder zwei Motive draus malen, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in den Kommentaren unten mitteilen würdet. Ich habe da schon richtig Bock drauf. Meine Nichte hat das Buch übrigens auch geschenkt bekommen. Wir werden wahrscheinlich auch die eine oder andere Malsession zu zweit machen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das habe ich allerdings schon im September oder Oktober gekauft. Da bin ich schon richtig aufgeregt. Mein Mann und ich haben uns dieses Jahr einen Adventskalender selbst gestaltet und da hat er mir immer so kleine Kunstsachen mit reingepackt. Diese Palette ist alt. Ich habe hier schon zwei Farben drin, die noch nicht ausgepackt sind. Und zwar sind das super granulierende Farben von Horam Aquarell von Schminke. Und zwar ist es einmal das Gletscherschwarz. Das hatte ich schon als Tube und da war ich sehr, sehr begeistert von. Und ich habe das Orange, Gletscherorange. Und dann gibt es hier noch das Gletscherrosa. Das habe ich noch nicht ausgepackt. Da war ich mega begeistert drüber, weil ich kann mir vorstellen, dass dieses Gletscherrosa richtig schön ist, um irgendwelche Berge damit zu malen, genauso wie das Orange auch. Die Farben habe ich noch nicht geswatcht. Wenn ihr da Bock drauf habt, nochmal super granulierende Farben von mir zu sehen, dann lasst es mich wissen. Dann werde ich da auf jeden Fall ein Video zu machen. Wo wir beim Adventskalender sind, hatte ich in 5 Türchen anscheinend nicht genug Teelichter. Irgendwie ist es aus. Da sorgen wir gleich für, dass es nochmal ein bisschen heimlich hier wird. Auf jeden Fall habe ich die Faber-Castell Albrecht Dürer Watercolor Marker in meinen Türchen gehabt. Das fand ich richtig klasse. Die kannte ich jetzt nur einmal aus der, ich glaube es war eine Scrawler-Box. Da habe ich tatsächlich auch schon ein Grün und ein anderes Gelb drin gehabt. Von daher finde ich das richtig gut. Das sind annähernd Grundfarben, diese drei hier. Plus dann nochmal ein Grün und ein Schwarz dazu. Ich bin da so drüber gespannt, wie die Farben sich verhalten. Ob man da einen Unterschied sieht zu den anderen Aquarellmarkern, die ich habe. Und würde tatsächlich auch mal eine Art Vergleichsvideo für euch starten, wenn ihr da Bock drauf habt. Ja, um den Platz auf meinem Schreibtisch sinnvoll zu nutzen, habe ich überlegt, dass ich direkt mit zwei Sketchbüchern weitermache. Das ist einmal eins mit Aquarellpapier, wo man auch theoretisch die Seiten rausnehmen könnte. Das ist von der Firma Artesa. Die fand ich richtig klasse und da habe ich jetzt mittlerweile zwei von. Die sind auch unbedingt notwendig. Für was, das werdet ihr gleich am Ende des Videos erfahren. Und dann habe ich noch ein weiteres
Buch, und zwar ist das mit einem grauen Skizzenpapier von der Firma Stillmann und Biern. Und zwar ist das für ja, Graphit und Kohle- und Bleistiftzeichnung. Und wo wir gerade bei Skizzenbüchern sind, ich habe ein weiteres Skizzenbuch bekommen, und zwar von meiner Schwester. Wie gesagt, meine Schwester und ich, wir sind beide Weltraummädchen, Star Trek-Fans. Und dementsprechend war das irgendwie fast zu erwarten, dass sie genau meinen Geschmack trifft. Ich habe von dieser Reihe, das ist von HEMA, bereits ein Aquarell- bzw. ein Skizzenbuch in Bearbeitung. Das ist DIN A4 und es hat ganz glattes Papier. Und das eignet sich hervorragend für Alkoholmarker oder halt eben auch zum Sketchen. Und dafür hat sie mir das auch mitgebracht. Das hat sie mir zum Geburtstag geschenkt. Der ist noch nicht so ganz lange her. Passend dazu auch noch eine kleine Wellness-Geschichte. Aber mit dem Hintergedanken, dass sie sagte, wenn ich mal mir einen Wellness-Tag mache, einfach nur auf der Couch oder in der Badewanne, dann soll ich das doch mitnehmen zum Sketchen, und hat mir gleichzeitig noch einen Fineliner von der Firma Städtler mit dabei gepackt in der Farbe Schwarz und einen sehr, sehr schönen Faber-Castell-Bleistift. Ich glaube, das ist ein HB-Bleistift. Aber was mich halt wieder abholt, das sind die kleinen Glitzersternchen da drauf. Und meine Mutter hat mir zum Geburtstag einen Block Canson Imagine Papier, also Multitechnik Papier in der Farbe Weiß. Das sind 200er Gramm Papiere in DIN A4 mit 50 Blättern. Und das ist genau das Material, was ich momentan auch viel brauche. Und dementsprechend bin ich da wirklich happy drüber, dass sie mir den besorgt hat. Ich habe den tatsächlich auch in DIN A2, ja, ein großes Format. Hat auch einen ganz besonderen Grund. Ach man, eigentlich möchte ich am liebsten spoilern, aber ihr müsst euch jetzt gedulden. Von meiner Mama gab es dann auch noch ein Sketchbook mit einem sehr, sehr schönen Einband, wie ich finde. Das sieht schon sehr, sehr stylisch aus. Hier ist auch Drawing Paper drin, also ganz dünnes Zeichenpapier. Das finde ich auch großartig. Kann ich sehr gut gebrauchen, um irgendwelche Studien von Körperteilen oder Skizzen oder sonstiges zu machen. Und vor allen Dingen, wenn das mal voll ist, kann ich hier einfach ein neues reinpacken. Das finde ich richtig cool. Der sieht sehr, sehr hochwertig aus. Gefällt mir. Dann gab es wieder ein neues Verbrauchsmaterial. Gouache-Farben. Das sind 12 Farben in der Studioqualität und ich habe sie schon einmal ausgepackt, aber noch nicht geöffnet, weil ich gucken wollte, ob da noch drauf steht, ob die wasserlöslich oder ob das Acryl-Gouache-Farben sind. Das steht hier leider nicht drauf. Ich gehe davon aus, dass das ganz normale Standard-Gouache-Farben sind. Was sie besonders auszeichnet, dass sie undurchsichtig und verdünnt eine ganz, ganz geringe Farbverschiebung aufweisen. Das finde ich sehr wichtig. Und sie sind rissfrei nach vollständiger Trocknung. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an das Artful-Video erinnert, wo ich auch mit Gouache oder die Gouache-Box von Artful, wo die Gouache-Farben so gerissen sind, als ich das Papier so bewegt habe. Das hoffe ich mal, wird mit denen nicht passieren. Und das ist auch eine schöne Tubengröße. 12 Milliliter Tuben. Ich finde, das reicht erstmal für ein paar Gouache-Projekte. Ja, zu meinem Geburtstag hat mir mein Schatz einen Herzenswunsch erfüllt, nachdem ich ja im Adventskalender, der ja insgesamt nicht so gut angekommen ist, aber da war eine Farbe drin, und zwar war das diese Gansai Tambi Farbe, und dementsprechend hat er mir das große Set zum Geburtstag geschenkt. Das habe ich nur einmal aufgemacht, weil ich wirklich neugierig war und gucken wollte, und im Deckel ist eine Swatch-Karte drin, das fand ich richtig klasse, und nochmal eine kleine extra, die man sich wahrscheinlich irgendwo abheften kann. Die Farben, die sind mit einer Plastikhülle geschützt. Und man könnte jede einzelne Farbe rausnehmen. Und dann ist hier nochmal der Farbname hinter. Das heißt, wenn ich die jetzt, ich will gar nicht den großen Karton auf dem Tisch stehen haben, nehme nur meine Farben raus, die ich brauche. Und dann kann ich die wieder wegsortieren, wenn ich sie nicht mehr brauche. Warum ich diese Farben haben wollte, ist, weil sie halt eben keine richtigen Aquarellfarben sind, sondern eher in die Richtung Tintenfarben gehen. Und da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, wie die sich verhalten werden. Und das war nochmal die Rückseite. Da sind ein paar englische Informationen drauf. Da werde ich mir nochmal ein bisschen belesen. Wenn ihr da also Bock drauf habt, die auch einmal geswatcht zu sehen und vielleicht auch ein kleines Kunstwerk, was ich damit erstelle, dann lasst mich das auch gerne in den Kommentaren wissen. Ich habe da auf jeden Fall sehr, sehr großen Bock drauf und möchte euch da natürlich auch gerne dran teilhaben lassen.
Arthole-technisch habe ich mir noch von King Art die Tempera Paint Sticks geholt. Die haben mich sehr an die Poster Paints von Sostrene Grene erinnert und deswegen wollte ich die mitnehmen. King Art ist ja eine einigermaßen bekannte Marke in Amerika. Oder vielleicht auch gerade nur in Amerika. In Deutschland ist sie nicht so bekannt. Ich glaube, ich hatte schon mal irgendwo in so einer Artful oder Art Snacks Box irgendwas von King Art drin. Ich glaube, Marker. Metallic Marker waren, glaube ich, mal von King Art. Ich bin total gespannt, wie diese Farben sind. Ob die vergleichbar sind wie die Poster Paint Sticks von Sostrene Grene. Denn mit denen macht das wirklich Spaß, auch mal Hintergründe oder sowas zu entwickeln. Wenn ihr da also auch Bock drauf habt, wie gesagt, ihr wisst, was ihr tun müsst, einfach mal in die Kommentare packen. Dann weiß ich Bescheid, wo ihr Interesse dran habt. Ansonsten prüdel ich mich da selber durch. Ja, Arthole-technisch habe ich schon benutzt. Einmal. Deswegen sehen die auch schon so ein bisschen mitgenommen aus. Aber es sind ganz normale Borstenpinsel, so wie man sie vielleicht auch mal in der Grundschule kannte. Die waren in einem Federmäppchen gelagert, deswegen sind die ein bisschen plüschig geworden, aber das ist nicht schlimm. Die dürfen so sein. Das sind nämlich Arbeitspinsel. Das ist okay. Und außerdem eignen sich diese Borstenpinsel ja auch, um so Trockenmaltechniken zu machen. Also im Sinne von trocken auf nass oder trocken auf trocken, um die Pinselstriche besonders hervorzubringen. Von daher dürfen die ein bisschen plüschig sein. Dann habe ich mir endlich einen großen Silikonpinsel gekauft. Und zwar brauche ich den, um zum Beispiel Gesso auf Leinwände aufzuziehen und das Ganze schön glatt zu streichen. Das geht mit dem Pinsel ganz gut. Um das Ganze hinterher zu varnischen, habe ich mir diesen Borstenpinsel geholt. Und dann habe ich mir noch einen Acrylpinsel zum Malen gekauft. Den habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, aber den brauche ich halt für größere Motive, wenn es dann mal ein bisschen größer sein darf, wie zum Beispiel Hintergründe, denn so einen großen hatte ich bis jetzt noch nicht. Des Weiteren habe ich auch schon einmal ausprobiert. Das ist die grobe Creme Gipfelstürmer vom Kunstpark. Das ist eine Künstlerpaste. Da sind 500 Gramm drin. Das ist sehr ergiebig und trocknet sehr schön ab. Ich habe es schon einmal benutzt. Ich bin da sehr begeistert drüber. Ich habe bis jetzt nur von der Nunana die Strukturpaste gehabt. Auch die grobe und auch die feine. Ja, man kann sie benutzen. Wahrscheinlich ist auch jedes Produkt ähnlich. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag die von der Struktur her, weil die nicht ganz so grob ist wie die grobe von Nanunana zum Beispiel. Das ist halt eine Eigenmarke vom Kunstpark und das hat mich halt sofort abgeholt, weil das hier so nett beschriftet ist mit Gipfelstürmer. Finde ich ganz gut. Brauchte ich auch für ein Projekt. Und da ich ja zwischendurch auch mal Mixed Media auch mit Strukturpaste arbeite, kam mir das jetzt sehr gelegen. Ja, dann habe ich noch ein kleines Highlight. Das habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinem Mann. Da bin ich super happy drüber. Und zwar sind das White Nights Aquarellfarben. Ich habe da schon einmal reingeschaut, aber mich noch nicht getraut auszupacken. Weil ich das auch sehr, sehr gerne mit euch zusammen machen möchte. Eine schöne Plastikbox mit sehr viel Mischfläche. Dann eine Swatchkarte. Nochmal eine Mischfläche. Dann wahrscheinlich ein Gütesiegel, wer es gepackt hat, weiß ich nicht. Mein Russisch ist ein bisschen schlecht, müsste ich mir mal übersetzen. Und dann haben wir hier die Farben, die aussehen wie kleine Schokostücke. Und da freue ich mich schon sehr, die auszupacken und zu swatchen. Und wie gesagt, wenn ihr dabei sein wollt, dann lasst mich das super gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich da sehr darüber freuen. Ja, und ein weiteres Highlight, auch zu Weihnachten von meiner Schwester. Auch dieses Buch habe ich euch schon mal vorgestellt, und zwar einen anderen Teil, wo es darum ging, Meerjungfrauen und Engel und was waren das andere, Elfen zu malen. Und das sind jetzt Myth and Magic von Dreamscape. Diese Bücher gibt es nicht mehr im Handel zu kaufen, das heißt, sie hat sie tatsächlich bei eBay gefunden. Das ist ein gebrauchtes Buch, das ist aber überhaupt nicht schlimm, denn der Inhalt, der verändert sich ja nicht, auch wenn es gebraucht ist. Hier soll man legendäre Kreaturen und Charaktere in Aquarell erstellen können. Und ich habe hier schon mal einen kurzen Blick reingeworfen und war sofort sehr, sehr begeistert. Und ich liebe diesen Malstil von dieser Künstlerin. Und dementsprechend bin ich hier auch super happy drüber, dass ich dieses Buch bekommen habe. Und ich würde mich natürlich auch sehr darüber freuen, wenn ich euch da mitnehmen darf in das Buch und wir zusammen vielleicht einen eigenen Charakter entwickeln und ihr da vielleicht mitmachen könnt. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Falls da was für euch dabei ist, dann, wie gesagt, meldet euch bei mir. Ich bin da wirklich sehr, sehr happy drüber,
dass ich so reich beschenkt wurde. Richtig großartig, richtig klasse. Ich freue mich da sehr, sehr drüber. Und das war's schon. Das war wirklich eine reiche Beute. Mein Schreibtisch platzt quasi aus allen Nähten. Und dementsprechend würde ich mich jetzt einfach schon wieder verabschieden und freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dass wir ein kreatives 2024 haben und würde dann einfach mal sagen, ciao. Ach nee, ihr wollt ja noch was ganz Wichtiges wissen. Ich habe nämlich noch zwei weitere Sachen. Das ist einmal der Alex und zwar ist das ein Schubladenelement, wo große DIN A2 Blöcke reinpassen. Und einen DIN A2 Block hatte ich ja vorher schon. Das war das Aquarellpapier von Canson, genau das große. Und jetzt ist noch ein weiteres mit dazu gekommen, dieses Mixed Media Art in DIN A2. Und dann gibt es noch eine weitere Neuanschaffung. Die musste ich mir kaufen, weil es anders praktikabel nicht möglich war, die Sachen mit zur Kunstakademie zu nehmen. Denn ich bin jetzt Studentin an der Kunstakademie. Ich mache das Teilzeit, also ich mache das jedes vierte Wochenende. Und das ist auch der Grund, warum dann immer an dem Tag kein Video auf dem Sonntag kommt, weil ich mich dann natürlich gerne auf mein Studium konzentrieren möchte. Und dementsprechend wird das dann entweder freitags gesendet oder halt eben vorher oder später, je nachdem, wie ich das auch so zeitlich schaffe. Ich bin noch relativ am Beginn meines Studiums. Ich habe das erste halbe Semester geschafft. Was studiere ich? Ja, ich studiere halt Kunsttherapie und das war auch ein kleiner Traum von mir, dass ich so ein bisschen mein Hobby zum Beruf mache und damit Menschen helfen kann. Denn ich habe selber festgestellt, dass Malen heilende Wirkung hat und deswegen möchte ich das halt eben richtig professionell erlernen und das auch später mal in meinem Beruf integrieren bzw. halt einen Neustart wagen. Das ist also die erste große Neuigkeit. Und die zweite große Neuigkeit, die ich mitzuteilen habe, ist, ich habe meine erste Ausstellung. Ich darf mit der Christine von Rhythm and Arts zusammen im Wülfing Museum ausstellen und da bin ich auch momentan ein bisschen beschäftigt und Bilder produzieren. Ich würde da vielleicht mal irgendwann ein Making-of zugestalten, aber ich würde auch natürlich später einen Rundgang durch die Ausstellung zeigen, für den Fall, dass Leute Interesse dran haben, später mal zu kommen. Wenn ihr da Interesse dran habt, dann werdet ihr auch auf jeden Fall mehr Informationen dazu bekommen. Ich bin da richtig happy drüber, dass ich da die Chance bekommen habe, mitzumachen und freue mich da total drüber. Ich habe es natürlich jetzt super lange noch geheim gehalten, aber da ich gesehen habe, dass die Christine auch schon die ersten Informationen dazu rausgehauen hat, habe ich gedacht, dann mache ich das doch auch mal und lasse euch da ein bisschen da ja, neugierig zu werden. Ja, das sind also die zwei großen Neuigkeiten, die ich jetzt so lange vor euch habe geheim gehalten und ich bin da richtig happy drüber und wie gesagt, viele Sachen, die werde ich ja jetzt auch für das Kunststudium benutzen und ja, ich sag mal Acrylfarben, Aquarellfarben und ich denke mit sowas hier wird man sicherlich auch arbeiten können. Es geht ja nicht darum, Kunst zu produzieren bei der Kunsttherapie, sondern einfach zu machen. Und da braucht man Verbrauchsmaterial. Und man muss jetzt keine Profi-Materialien haben, sondern wirklich Sachen, die man halt auch mal schnell ersetzen kann. Ja, das ist also wie gesagt die große Neuigkeit. Ich hoffe, ihr seid da genauso begeistert drüber wie ich. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich es schaffe, jeden Sonntag dann ein Video zu produzieren bzw. zu veröffentlichen oder ob ich dann auch mal ein bisschen zurückfahre und das nur noch jede zweite Woche wird, weil jetzt am Anfang ist es noch nicht so viel mit Lernen verbunden, aber das wird sich ja bald ändern, sodass das schwierig wird, dann noch weiter regelmäßig Videos zu machen. Aber das kennt ihr ja sicherlich auch von anderen YouTubern, die nebenbei studieren. Ja, ich bedanke mich, dass ihr zugeschaut habt. Wie gesagt, wenn ihr was wissen wollt, lasst es mir in den Kommentaren wissen. Dann können wir drüber reden und ich werde dann dementsprechend darauf reagieren. Ich bedanke mich, dass ihr so lange Zeit hattet zuzuschauen und wünsche euch weiter ein schönes und erfolgreiches Jahr 2024, vor allen Dingen einen guten Start in das Jahr. Bis dahin, eure kreative Hexe, die Kati. Du läufst gerade da, wo ein Teelicht ist. Geh weg. Geh weg. Katzen und Teelichter. Ich habe sie gerettet. Ja. 2024 fängt gut an. Ich habe die Katze gerettet.